Leute, die Nachbarsbauern begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Neuer LS, alter Nachbar. Ich habe angefangen, hier meine Paletten auszulagern und will die mal in meine Produktion reinstopfen. Und der Gacki war da drüben die ganze Zeit auf seinem Baumfeld unterwegs, aber es hat sich gerade ein bisschen was aufgetan und ich weiß nicht, was du jetzt so vorhast, aber ich habe hier gleich noch ein bisschen was zu tun. Ich bewundere gerade deine Staplerfähigkeiten hier. Ja, ich habe auch zu tun. Ich kann grubbern, beziehungsweise ich muss noch grubbern. Ich bin mit Mulchen fertig auf dem Feld. Ich habe schon gedüngt und fahre gerade hier vorbei und denke, was hat der hier für Riesenberge stehen? Mit seiner Riesengabel. Hier, guckt euch das an. Das, ja, gut. Ich sag da mal nichts zu. Warum? Sieht nur interessant aus. Wieso? Weil ich das kann. Weil die Giants Physik das kann. Ja. Da wär's, da war's wieder die Giants Physik. Hallo? Giants Physik, kannst du mal ganz kurz wieder in die Realität zurückkommen? Ja gut, das dauert jetzt wieder 3 Folgen lang, bis wir das hier gegrubbert haben. Aber es muss gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und ich werde jetzt gleich noch ein paar bisschen Silage verkaufen, so bei der Literchen. Tja. Weil mein Bunkersilo ist gerade live geworden, also zumindest hat das Spiel mir gerade das offenbart. Mal gucken, inwiefern das tatsächlich so der Fall ist und ob ich denn mein Silo öffnen darf oder nicht. Aber das werden wir gleich herausfinden. Tja. So, vorher, da haben wir aber noch ein paar Salatpaletten stehen. Ein paar Mehlpaletten. Die schmeißen wir da noch schnell rum. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir die Pleite abwenden hier noch. So. Zeigt das wenigstens an. Wurde Hallo, Ticker, da liegen noch 2 Paletten Tomaten. Wie sieht's aus? Also wenn die Paletten auf der Seite oder auf dem Kopf liegen, dann will der die nicht aufsammeln irgendwie. Das ist. Ja, das war aber schon immer so. So, dann. Weil wir mal, quasi nur nach unten einen Auslass haben, wo sie geleert werden. Warum? Warum wir das hier mit Trick 17? Hat geholfen. Ja, Trick 17 sind immer gut. Lasst dir Zeit, es ist gar kein Problem. Nimm mir euch eine Kiste nach der anderen. Du musst gar nicht, weißt du, ich hab Zeit. Alles gut. Lass doch das arme Mütterchen, das da in der komischen Produktion sitzt, langsam deine Paletten abladen. Ja, weißt du, wenn du 10 Paletten hinstellst, dann geht es bam, 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 bam. Aber wie, da steht nur eine Palette, dann sagt er, nee, kann ich nicht mehr arbeiten. So. Gut. Hier, schau mal, ich habe noch eine. Nein! So.
Das macht man mit Paletten so, die müssen so behandelt werden, die stehen da drauf. So. Nehmen wir noch ein bisschen Mehl. Halt. Ja. Bam, 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 bam. Bei der Bäckerei geht es ratzfatz, aber hier, weißt du, mit den Tomatenkisten, ja, lassen sie sich immer Zeit. So, warte, jetzt muss ich mal was. Genau, das wollte ich gucken. So. Da haben wir es. Ja. Auch nicht das Wahre. Das bringt's auch nicht. Soll ich's mal mit meiner Stapelkunst übertreiben, Gaki? Wenn du möchtest. Ja. Mach ich. Werde ich mal ein bisschen größenwahnsinnig. Oh Gott. Bisschen hoch, okay. Das sollte reichen. Wenn ich das da in einem Stück darüber kick. Ja, mal gucken. Ja. Kaki, musst du mal kurz herkommen? Warte mal. Ach, der macht wieder irgendwelche komischen Sachen hier. Oh Gott, oh Gott. Rennen wir hier mal durchs Gebüsch ein. Da sehe ich einen. Da ist ein Baum. Aua, da ist ein Haus. Oh Gott. Bla. Alles gar kein Problem. Ich hätte sogar noch eine Aufgabe für dich gefunden vorhin. Ja, was denn? Es gibt einen Erdbeerlieferauftrag. Okay, echt? Aber den hast du jetzt schon angenommen. Nee, ich habe ja keine Erdbeeren. 23.000 Liter Erdbeeren, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, die Erdbeeren verkaufe ich doch selber. Stimmt, die hast du ja auch direkt. Ha, gut, dann nicht. Ich hab 5.000 Liter nur oder 4.500 Liter nur. Gut, Pech gehabt. Wollte ich dir was Gutes tun. So, eine Palette Mehl haben wir noch. Aber es war schon cool jetzt gerade hier. Das waren, wie viele Paletten waren das? 12? Ja. Aber es geht. Ja, wenn du schaffst, so einen 9er-Block auf einen 9er-Block zu stellen, dann bist du gut. Sollte ich hinkriegen. Challenge accepted. Ich brauche nur genug Paletten. So, ich baue jetzt mal einen starken Traktor. Und einen großen Anhänger. Welchen nehmen wir denn da? Ja, dann macht's fast Sinn. Wenn der neuen Anhänger kaufen kann ich mir noch nicht. Wo passt denn mehr ein? Hier. Anhänger. Hier passen 18.500 Liter rein und passen da auf jeden Fall mehr rein. Aber du könntest vielleicht Seitenticken umdrehen.
Okay. Auf dreifach oder so. Also dreifach. Ich muss ja nicht das ganze Silo leer machen, aber es kommt darauf an, wo ich es verkaufen kann. Genau, dann machst du mir schön den Preis kaputt. Dann muss ich mir mal die Preise angucken, weil ich ja erst morgen dran bin. Wie viel hast du denn, oder wie viel Prozent sind deine gegärt? Irgendwo um die 40. 40, 45. So niedrig? Oha. Ja. So, mal gucken, ob wir das Silo überhaupt aufkriegen. Silo öffnen. Ach, guck an. Geil. Schade. Das sagt das schade, das ist auch noch schadenfroh, der ist ja da auf hier. Also, ich hatte ja eben geguckt, 3,54, also 3,40, 3,50. Hallo? Bleib mal bitte stehen. So, dann fahren wir hier mal den Arm ein bisschen da aus. Und dann schalten wir mal die Kiste an. Oh, da ist noch Gas drin. Oh. Ja, gut, das war jetzt nicht so die geile Idee. Ne? So viel Gas bin ich da jetzt bei den Schafen nicht rein. Muss ich doch den anderen Anhänger nehmen. Ja, gut. Sonst kippt doch das Gras einfach irgendwo hin. Kannst du mir nachher wieder aufnehmen. Ist egal. Ich halt den anderen Anhänger. Oh. Ob ich werde mir dann eh einen größeren kaufen. Der einen, den Reisch, das Reischpaket haben wir ja hier auch dabei, oder? Ich glaube ja. Der war eh gar nicht so teuer. Ja. Sind alle mit drauf. Sollte ich noch einen Anhänger ankoppeln, bevor ich das Silage anfange. Könnte eventuell. Na, wo bist du? Ja, wenn der jetzt auch was drin ist, dann fange ich das Kotzen an hier. Nee, der ist leer. Mein Gott, Gott sei Dank. Glück gehabt. Jetzt schneit's bestimmt gleich rein, weißt du? Glaube ich nicht. Also in meine Schaufel hat auch noch nichts reingeschneit. Noch nicht? Geht es um 22 überhaupt? Im 19er ging das ja ab und zu, ne? Ja, ich glaube, sobald der Schnee liegen bleibt, also auf der Karte, geht er, glaube ich, auch in Anhänger und so rein. Mhm. Glaube ich zumindest. Wobei, wissen tue ich es nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also wie viel Silage habe ich denn überhaupt drin? Ich habe es schon wieder vergessen, es war eine 500.000 oder so, ne? Über 500.000. Ja, oh, nice. Ja. Und was kostet der Reischanhänger? Machen wir mal Lugi. 40.000. Ja. Ja, gut. Und wo fahren wir jetzt verkaufen? Silage. Oh, Biogasanlage, der Preis ist richtig beschissen gerade eben. Okay, dann fahren wir zum Viehmarkt. Ach ja. Ist das entspannend. Hoch und runter, hoch und runter. Halt. Falscher Gang. Ach nee.
Spiegelung. Zum Viehmarkt, der ist ja da drüben irgendwo. Das sah wirklich nur so aus. Ui, ui. Wer hat denn den Baum hier hingestellt? Ich Warum nicht. Rutsche ich denn so über die Vorderachse? Ist schon wieder Winter oder was? Nee, du hast gesagt, es ist Frühling. Ja, ist ja. Theopraktisch haben wir Frühling. Aber das Spiel sagt nein. Sind. Ach, da hinten fährt er. Ja, ich habe mir schon gedacht, da ist aber ein tolles Muster im Feld drin. Ganz am Horizont. Jetzt verschwindet er hinterm Berg. Gut. Ja, ich hole mir meine ersten 6000 Euro ab. Sehr gut, sehr gut. Money, money, money makes me funny. So, aber der Herr beinand, ich bring da ein bisschen Futter rein. Komm mal her. So, einmal abkippen. Über was kippe ich denn ab? Über den Kornschieber? Selbstverständlich. Hast Zeit? Nee, nicht über den Kornschieber. Über die Heckklappe. Feldende. €6.567 bei Dash. So. Das Problem ist nur, dass ich noch ungefähr 20 Mal fahren muss, bevor ich die Kiste. Na, das reicht ja gar nicht. Muss ja 30 Mal fahren, bevor man die Silo leer ist. Ja. Da habe ich den Vorteil, ich muss glaube ich 3 oder 4 Mal fahren. Ja, aber du hast auch insgesamt ein bisschen weniger. Aber Ballen ja, kannst halt gleich viel mehr auf einmal fahren, ja. Es sind 104 Ballen oder so irgendwie. Sind auch 350.000 Liter, also ja. Es ist gar nicht so viel weniger. Ja, 200.000 Liter halt, ne? Ja. Aber halt 24 Ballen auf einmal. Ja. Das ist halt schon eine andere Hausmarke. Geht da schon leichter, ja. Ich werde jetzt gleich noch den zweiten Hänger kaufen, da muss ich nicht aber dann bekommt der kleine Traktor den Anhänger und der große dann den anderen und dann tausche ich immer nur. Dann geht es ein bisschen fixer. Ja. Aber dazu muss ich noch 2-3 Ladungen verkaufen. Ja. Läuft. Läuft. Ja, Gacki. Tam-ti-tam. Tam-ti-tam, genau. Und heute machen wir den Schneefallbeobachtungssimulator. Gucken Sie mal, wie toll der Schnee da fällt. Herrlich. Aber wir hatten ja auch ein bisschen Content dabei, ne? Also war ja nicht so, ne? Ich habe ja schon 12 Paletten auf einmal gefahren. Und, genau. Ja, mehr war nicht. Mit meinem Bock mal in die Werkstatt und zum Tanken. Ja. Ja. Oh doch, wir haben schon Content geliefert, Philipp. Mehr als ja. Genug. Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, das reicht doch heute wieder für Content, oder? Ich meine, guck mal, weißt du, wie viele Millionen Schneeflocken da gerade eben vorbeigefallen sind? Sehr viele. Ja,
Das ist ja schon immens an Content, was hier heute geboten wird, geboten worden ist. Ja. Deswegen, liebe Leute, auf YouTube ist jetzt Schluss für heute. Hier auf Twitch geht es aber noch ein bisschen weiter. Oder, Gacki, hast du Bock heute? Hast du gesagt? Das hat, glaube ich, aktuell nichts mit Bock zu tun. Wir müssen, sonst haben wir nicht genug für die nächste Woche. Das ist auch wieder richtig. Ja, wir hatten ja letzte Woche ein paar kleine Probleme, aber alles halb so wild. Genau. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch mal bitte ein Däumchen da. Oder, was noch viel cooler ist, wenn ihr freitags mal hier im Stream vorbeischaut und mal Hallo sagt. Wir würden uns freuen. Und dann sage ich Tschüss. Von mir auch. Ciao, bis morgen um 12.